Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Heute endlich in einem tollen Together mit Biba Butzemann. Wir haben eine riesen Liste an Sachen, die wir hier machen wollen. Und wir haben uns zum Glück auch sehr viele davon notiert. Ein paar Sachen wollten wir euch noch ganz kurz zeigen. Wir haben uns nämlich schon mal ein paar Sachen vorgebaut, weil uns das irgendwie gestört, genervt, gebraucht haben. Hier, ein Recycler. Ein wunderbares Teil, du schmeißt oben was rein und unten kommt Müll raus. Okay, den Müll kann man natürlich in vielen anderen Sachen weiterverwenden, unter anderem um Yu-Yu Matter herzustellen. Man kann diese Scrapboxen zusammenbasteln und kann aus den Scrapboxen ein paar Sachen rauskriegen, die meisten davon sehr sinnlos. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um seinen überflüssigen Müll wegzukriegen. Dann hatten wir noch versprochen, dass wir machen, diese Barrels hier haben sich bei uns noch ein bisschen erweitert. Wir haben nämlich jede Menge unterschiedliche Holzsorten mittlerweile. Und wir haben gesagt, wir schließen die hier mal an unsere Applied Energistics Netzwerk Geschichte. Wunderbare Sache. Können wir mal zeigen, dass das auch wunderbar funktioniert. Und zwar, wir nehmen uns hier ein Stäckelchen von Cobblestone raus. 50 mal 64 sind drin. Wenn wir die uns jetzt irgendwo reinschmeißen, dann taucht er, wenn wir alles richtig gemacht haben, hier wieder auf. Und es sind wieder 51. Und wir haben überall Zugriff drauf. Coole Sache das. Ein Traum. Ja, wunderbare Geschichte. Endlich können wir mit Cobblestone arbeiten. Haben wir noch nie gekonnt. Dann haben wir hier noch einen Fabricator neu dazu bekommen. Der ist... Lass mich nicht lügen, ich glaube aus XYCraft, oder? Ja. Okay. Das Ding kann aus den umgebenden Kisten, wie diese hier, die an unserer Sägemühle angeschlossen ist, besorgt sie sich den Sawdust und macht sogenanntes Compressed Sawdust. Was konnte man denn damit machen? Moment, hier steht schon Holzkohle. Holzkohle. Ja, du schmeißt das hier in den Ofen. Ah, okay. Powered Furnace. Ich habe schon alles rausgenommen. Okay, deswegen ist da nichts mehr drin. Hier drin und dann kommen wir schön Kohle. Kohle. Wunderbar. Also, wir können das Holz hier verwenden, wie wir wollen. Wir werden davon nichts verschwenden. Wir haben ja auch fast nichts da, ne? Zum Beispiel von... Na, doch, da haben wir doch wieder ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz haben wir noch. Ich habe was rausgenommen gehabt. Ah. Wunderbar, dann haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Wir wissen ja gar nicht mehr, wohin damit. So, dann haben wir hier noch so ein komisches, unsägliches Teil. Diesen Türöffner hier. Das ist eine mittlere Katastrophe mit Doppeltür. Glücklicherweise gibt es da Abhilfe. Dafür braucht man Obsidian. Dafür braucht man Eisen und Redstone. Das ist ein cooles Teil nämlich. Also Obsidian, Eisen... Und Redstone. Da kommt so ein Player Proximity Detector. Ein richtig cooles Teil. Den baut man quasi einfach nur an die Tür ran. Machen wir erstmal davon die Druckplatte weg. Die unsägliche. Also Tür geht nicht auf. Na, wie auch. So, und jetzt bauen wir uns einfach das Teil hier mal an. Und die Tür geht auf. Wenn man in der Nähe ist. Die Entfernung. Kann man mit dem Rechtsklick mit einer leeren Hand drauf einstellen. Steht momentan auf 3 Felder Entfernung. Man kann das runterschrauben. Dann geht die Tür erst dann auf, wenn man davor steht. Und sie geht automatisch wieder zu. Und zwar nur, wenn ein Spieler kommt. Eine richtig geile Sache. So, jetzt sieht das Ding da oben natürlich arschig aus. Ganz klar. Also haben wir uns da noch ein paar Brick Covers gemacht. Mit denen kann man das wenigstens ein bisschen verkleiden, dass das nicht mehr ganz scharf, hallo. Dann sieht das nicht mehr ganz so dumm aus. Da komme ich jetzt natürlich so wieder nicht ran. Ich habe noch einmal Dirt da. Sehr schön. Kann man doch das hier gleich richtig machen. So. Soll ja auch noch was aussehen, ne? So, dann machen wir hier noch einen drauf. Dann sieht das gleich aus. So. Super, diese Türöffner, ich finde die einfach genial. Ha! Ja, unser lieber Butzemann war ja nicht unbedingt. Wunderschön. Ne? Ich habe mir ein schönes Haus gebaut. Genau, er hat sich ein super Haus gebaut hier. Und wie noch keinen schönen Türöffner. Ja, dein Türöffner mag mich nicht.
Oh, mit schönen Bildchen an der Wand. Und Kistchen. Super Geschichte. Na, war ja schon fleißig am Sammeln. Schöne Sache. Hier, ich habe ein Würstchen für dich. Ein Würstchen? Musst du noch kochen. Okay. Braten. Braten? Super Sache. Ich stehe auf Würstchen. Gibt's hier auch noch ein Brötchen? Dann hätten wir gleich ein Hotdog. Nee, leider nicht. Okay. Ach, ich kann den Cheeseburger geben. Cool. Tolle Sache. Das ist eine geniale Sache. Sowas mag ich. Essen. Essen ist immer gut. Wir haben hier lautstarke Nachbarschaft mittlerweile bekommen. Und sein Kumpel Jack. Haha. Ein Apfel hat gereicht für den Kleinen. Ein Apfel? Das ist ja cool. Für Elefanten müssen wir, glaube ich, 10 Zuckerwürfel nehmen, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich habe ja übrigens ein Fleischermesser. Damit kriegst du die schönen Sachen von den Tierchen. Aber ist es Absicht, dass da oben noch ein Skorpion drin ist? Ich frag mal so. Nein, der ist, der ist fremd, der gehört da nicht rein. Genau, dachte ich mir doch. So. Dann haben wir doch schon ziemlich viel geschafft, was wir noch erzählen wollten. Genau, da war noch da hinten was. Bienenzucht. Ja, Bienenzucht. Ein langes Thema. Was irgendwann gut wird, wenn man die richtigen Bienchen miteinander kreuzt, wie hier in dem Beispiel, dann kommt irgendwann auch mal eine kultivierte Prinzessin raus und ein paar kultivierte Drohnen und auch ein paar Common Princess, Common Drones oder wie hier Diligent Princesses. Mein Ziel ist es mit der Bienenzucht, diese Industrious Bienen rauszukriegen. Oh, da oben haben wir was. Guck mal, da ist eine Mutation. Hast du denn so? Holen. Nein. Warte mal. Muss ich doch gleich mal. Haben wir noch einen da? Haben wir einen? Ich hatte mal einen irgendwo. Na, wenn wir auf eins hier einstellen. Einen sogenannten Grafter. Aber den gucken wir uns jetzt einfach mal hier kurz an der Werkbank an, ha? Huh? Ja. Grafter wird ja doch, glaube ich, geschrieben, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Grafter, genau, dieser Grafter. Aus Bronze und zwei Stickies. Bronze haben wir natürlich hier wahrscheinlich in der Werkbank. Ich hab dir gerade was hingeschmissen. Hast du mir Bronze gegeben? Super. Dann machen wir uns am besten gleich. Zwei. Und Stickies sollten wir uns auch noch machen. Sonst können wir das nicht machen. So. Machen wir uns gleich zwei, weil die Dinger gehen sauschnell kaputt. Und dann können wir das auch noch schneller klären. So, einer für mich, einer für dich. Ich sollte den vielleicht auch da ins Inventar legen. Wo bist du denn hin? Da. So, ich beschmeiße den Crafter. Vielen Dank. So, die Bienchen sorgen dafür, dass sich die Bäumchen untereinander kreuzen. Und bilden dann solche Mutationen, die sieht man... Warum hat er das Ding jetzt da nicht runtergelegt? Na, egal. Mit einem Grafter. Jetzt komme ich da wieder mal nicht hin. Na, noch ein Schrittchen. Nicht wegschmeißen, behalten. So. Kommt da ein neuer Baum raus? Was haben wir denn jetzt bekommen? Ein Silver Lime Sapling. Wenn wir den nicht schon hätten, wäre das ja cool. Gut. Macht auch nichts. Wir hoffen natürlich, dass hier noch ein paar ganz tolle Baumsorten rauskommen, sowas wie Balsaholz und Walnussbäume sind, glaube ich, auch ganz lustig. Die sind hervorragend. Die Walnüsse geben nämlich Seed Oil für deine tolle Bienenzucht. Genau. Da haben wir auch noch irgendwas. Das wird wahrscheinlich ein Apple Oak sein oder sowas. Nein, noch ein Silver Lime. Naja, egal. Aber auf jeden Fall fangen sie schon mit dem Kreuzen an. Das finde ich eine coole Sache. Tja. Und die paar Ästchen und schon ist das Ding kaputt, ne? Also das Ding hält nicht lang. Da hätten sie sich auch besseres Werkzeug ausdenken können. Jo. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut in der Tooltime-Folge, wie man sich tolle Werkzeuge macht. So, wir haben aber auch schon einen Nachteil an den Werkzeugen gesehen. Die Dinger gehen sauschnell leer. Dafür gibt es eine nette Kleinigkeit, das sogenannte Bedpack. Und noch eine Erweiterung davon. Also, ein Bedpack besteht aus 6 Batterien, einem Schaltkreis und einmal Zinn.
Die Batterien bestehen aus Zinn, Redstone und Kabel. Gut. Zinn, Redstone und Kabel. Und davon brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt reicht uns der Redstone natürlich wieder nicht, oder? Naja, 6. Müssen wir noch ein bisschen Redstone nachfüllen. So. Und dann... Oh. Wir kriegen hier den Full-Service. Genial. So. Und dann brauchen wir noch diesen Schaltkreis aus Refined Iron und Kupferkäbelchen. Refined Iron. Kupferkäbelchen. Einmal drumherum. Und Redstone links und Redstone rechts und Redstone wieder rein. Circuit. So, und jetzt haben wir das schon alles zusammen. Wobei ich nicht weiß, ob die Batterien aufgeladen sein müssen. Das werden wir einfach mal ausprobieren. So, Schaltkreis hier. Zinn hier. Und wir haben ein Bedpack. Genial. Der Bedpack hat einen Vorteil. Wenn man den mal auflädt, hier an unserer tollen Charging Bench. Dauert einen kleinen Moment, weil der kann, jetzt sieht man es nämlich auch hier, 60.000 EU speichern. 60.000 EU reicht im Endeffekt für 6 Werkzeuge, um sie wieder aufzufüllen. Eine geniale Sache. So, lass mir den mal aufladen, weil vom Bedpack gibt es noch eine verbesserte Variante. Da geht zwar jetzt ein bisschen Lapis Lazuli drauf, aber das braucht man eh für so wichtige Sachen. Das spielt jetzt auch keine Rolle, das können wir ruhig verbrauchen. Und zwar das sogenannte Lab Pack. Das schauen wir uns einfach mal gleich an, dass wir auch alles Material, was wir brauchen, haben. Dann nehmen wir das Bedpack. Da brauchen wir ein Advanced Circuit. Da brauchen wir Glowstone Dust und nochmal ein Electronic Circuit. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Und Lapis Blöcke. Das heißt, 6 Blöcke A9 macht 48 Lapis. Nehmen wir uns mal ein Stäckchen mit. Und Glowstone war ja auch noch ein Thema. Das haben wir da hinten in der Kiste. Da nehmen wir uns auch mal ein Stäckchen mit. Spielt auch keine Rolle. Okay. So. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legen wir es mal da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr brauchen wir nicht. So. Und dann brauchen wir noch diesen Advanced Circuit. Aus einem normalen Electronic Circuit. Gut, haben wir noch. Ja, wir haben genau die 6 Kabel. Dann war das hier Redstone, Redstone. Hier Refined Iron. Und ein normaler Schaltkreis. Und der erweiterte Schaltkreis. Oben und unten Glowstone, links und rechts Lapis und in die Ecken. Oben und unten Glowstone. Und dann hier noch ein bisschen davon. Und schon haben wir erweiterten Schaltkreis. Super Geschichte. Dann bauen wir uns das Ding mal zusammen. Advanced Circuit, Bedpack. Advanced Circuit, den Bedpack und die Lapisblöcke. So, hier sehen wir schon, das Ding kann nicht nur 60.000, sondern gleich 300.000 speichern. Man braucht ein bisschen mehr Material, aber sei es drum, das Material sollte man ruhig mal investieren, wenn man auf eine längere Mining-Mission geht. Jo, das haben wir. Jetzt machen wir uns am besten gleich hier nochmal ein paar Käbelsche, weil die brauchen wir wahrscheinlich für alles, was uns noch so gleich über den Weg läuft. So. Dann lassen wir uns mal die Kiste hier automatisch auffüllen. Ich liebe dieses automatische Auffüllen. So, was haben wir denn noch auf unserer To-Do-Liste? Ach, genau, wie man das Ding überhaupt verwendet. Das steckt man sich einfach da auf den Rücken. Sieht dann... Ne, so aus. Naja, kann man drüber streiten über den Geschmack. Egal. Ein Traum in Grau. Ja. So, aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz ein Nickerchen machen. Wir haben schon so spät. Jetzt, ah, übrigens, ich habe jetzt auch ein Dach auf meinem Haus. Ah, schöne Sache das. So, ein kleines Ründchen schlafen.
Jawohl. Warum sind draußen noch so viele Monster? Wo sind denn die alle hergekommen? Ah, sie stehen gerade in Flammen. Nicht alle. Na gut. Sollen uns jetzt mal nicht weiter stören. Oder soll es uns stören? Ah, nein. Was ist der Traum der Menschheit? Fliegen zu können. Tja, sowas mögen wir natürlich auch. Dafür hat der liebe Gott, der Minecraft-Gott zumindest, das Electric Jetpack erfunden. Na. Machen wir aber nochmal Jetpack. Dieses hier. Dafür brauchen wir wieder so ein Advanced Circuit und eine Bedbox und ein bisschen Glowstone und ein bisschen Refined Iron. Klingt eigentlich gar nicht so dramatisch. Machen wir uns einfach. Die Bedbox, da brauchen wir wieder Batterien. Und wie ihr seht, wir brauchen Unmengen an Batterien. Okay. Und nachdem wir das Ganze natürlich auch zweimal brauchen. Na, jetzt habe ich wieder mal nicht aufgepasst. Batterien. Batterien waren oben Kabel, unten Kabel, Refined Iron in der Mitte, links und rechts Redstone. Davon machen wir uns 1, 2. Packen wir das alles gleich wieder weg. Halt. Wir brauchen hier für das Jetpack, für die Bedbox brauchen wir ja schon mal 3 Batterien. Ach, Batterien. Wie war das nochmal? Wenn mir das mal alles merken könnte. Nee. Was ist denn da draußen? Was schnattert denn da rum? Skorpion. Och, ein Skorpion. Na gut. So. Wir haben gesagt 1, 2, 3. Und das Ganze zweimal. So. Das waren die Batterien. Dann brauchen wir die Bedbox zweimal. Das war ja nicht so dramatisch. Das waren die Batterien in der Mitte, oben Kabel, der Rest Holz. In der Mitte die Batterien. Oben ein Kabel. Und der Rest Holz. So, nachdem wir das zweimal brauchen, legen wir die Batterien da oben hin. 1, 2 Bedboxen. Super. Dann sind wir doch schon auf einem guten Weg. Halt, wir brauchen den Advanced Circuit. Das war wieder mit Lapis und Glowstone und Redstone. Redstone war in den Ecken, wenn ich das jetzt gerade richtig noch im Kopf habe. Das war oben und unten. Und das war links und rechts. So. 2. Okay. Und dann sind wir doch schon eigentlich so weit, dass wir den Jetpack hier bauen können. Genau. Können wir uns das Rezept hier übernehmen? Na gut, geht. Auch wenn es ein bisschen verschoben ist. So, das dann dahin. Das da dahin. Dann kam die Bedbox. Da ist sie. Bedbox. Jetzt haben wir 1, 2. Super. Okay, komm mal her. Ich hab was für dich. Nein. Nicht die Kettensäge. Fump. Das Teil ist natürlich genauso wie alles andere, was wir bisher gebaut haben, wieder zum Aufladen. Und es kann 30.000 EU speichern. Die verbrät es aber auch relativ schnell, das muss man dazu sagen. Ist nicht billig, das Fliegen. Nein, Fliegen ist tatsächlich nicht billig. Gut. Ich nehme mal die erste, die voll ist. Wollen wir da gleich mal zeigen hier. So, das Teil ist nämlich genau das gleiche wie die das Lab-Pack bzw. das Bed-Pack. Das schnallt man sich auf den Rücken, drückt die Leertaste und kann fliegen. Und wenn man es vergisst, hat man gebrochene Kniescheiben. Okay, dafür gibt es noch eine Möglichkeit. Wenn man die Leertaste drückt und gedrückt hält und dann noch die M-Taste drückt, hat man den Hover-Mode enabled. Der lässt einen dann zwar etwas langsamer steigen,
aber auch sanft gegen den Boden schwingen. Eine wunderbare Geschichte. Genial.